Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornab. Wir schauen uns jetzt das Skript verringerte Motorbremswirkung an. Version 1.0, das Ganze kommt von Daniel Modding, gibt es, weil das Skript logischerweise nur für PC und Mac, einmal aktivieren und ihr habt zum Spiel drinnen. Nun, was macht das Skript? Wie es der Name schon sagt, es verringert die Motorbremsleistung des Spiels, beziehungsweise der Traktoren, der Fahrzeuge, also alles, was irgendwie fahren kann, wird davon beeinflusst und zwar auf 75%. Darin ausgehend gehe ich mal davon aus, dass es standardgemäß auf 100% ist und jetzt haben wir halt dementsprechend 15% weniger. Wie genau wirkt sich das aus? Euch ist ja gegebenenfalls im LS schon aufgefallen, dass wenn ihr das Gas wegnehmt, dass dann die Maschine gerne mal von sich aus logischerweise bremst und kommt dann irgendwann auch mal automatisch zum Stehen. Das ist bei manchen Fahrzeugen krasser, kommt natürlich auch auf die Mods drauf an, ist klar, als wie bei manchen Standardfahrzeugen etc. pp. Und somit hat man immer so das Problem, gerade mit der Tastatur, dass man nie so smooth ausgleiten kann oder einfach mal rollen lassen kann am Ende des Tages. Nun, ich habe das Skript jetzt hier aktiviert und ihr seht, ich gebe jetzt einfach mal hier maximal Gas und lasse jetzt einfach mal die Taste W los. Das Fahrzeug bremst immer noch, aber deutlich, deutlich langsamer bzw. angenehmer, als man es sonst so vom Standardspiel kennt. Ne? Ihr seht, der rollt echt extrem aus und dann hier so ab 20 km/h wird es dann nochmal deutlich langsamer, ne? Bis wir dann hier irgendwann mal zum Stehen kommen. Ne? Und zwar genau jetzt. Zack, und dann steht's. Das ist vielleicht für den einen oder anderen Spieler deutlich angenehmer, der nicht jedes Mal dann hier permanent W drücken will, um irgendwie die Geschwindigkeit zu halten. Gut, dafür gibt es auch den Tempomat. Aber für alle, die das gerne ein bisschen ausrollen lassen wollen würden, ist das schon mal ein guter Anfang. Ihr könnt in der XML selber, wenn ihr Ahnung von der Materie bzw. von den Parametern habt, die Bremswirkung oder die Motorbremswirkung auch noch weiter nach unten stellen, falls euch die 75% immer noch zu heftig sind. Aber ihr seht schon mal eine deutliche Verbesserung, was man dann gerade auch bei höheren Geschwindigkeiten deutlich wahrnimmt, gerade für LKWs oder für die JCBs etc. Ne? Also von daher, ja, mehr macht das Skript am Ende des Tages auch nicht. Ist sehr abhängig vom Spiel bzw. vom Fahrstil, ob man damit was anfangen kann oder nicht. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ich denke mal, viele andere von euch auch. Deswegen kann man das definitiv machen. Ja, mehr gibt es nicht drüber zu erzählen. Funktioniert im Singleplayer, funktioniert auch im Multiplayer. Reden hier ca. von 13, 14 Kilobyte. Also, naja, Feuer frei, wenn ihr Bock habt. Nun, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst einen Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.